Auf Social Media kannst du alles sehen und jetzt pass auf, halt dich fest, du siehst immer nur eine Version von dir selber. Weil es sind deine Gedanken, es sind deine Annahmen, es ist das, was du denkst. Du bist ganz allein hier und schaust mir zu. Du schaust mir zu und es ist du und das ist genau das. Es ist genau das, um was es geht. Im Gesetz der Annahme, in den Teachings von Neville Goddard. Everyone is you pushed out. Heißt nicht, dass du gerade in diesem Moment diese Person verkörperst, die du gerade siehst. Das heißt nicht, du bist jetzt gerade ich, aber du bist jetzt gerade mit deinen Gedanken über mich da. Da ist sonst niemand. Du bist da alleine. Wir sind nicht mal zu zweit, sondern du sitzt da, wo auch immer du sitzt und du schaust mir zu und du bist alleine mit deinen Gedanken, mit deinen Ansichten. Also bin ich du. Das heißt, ich bin gerade in deiner Welt. Ich bin in deiner Welt. Du schaust mir zu und damit bin ich du. Du kannst jetzt auch abschalten und ich bin nicht mehr in deiner Welt, ich bin draußen. Und es ist im wahren Leben ist es ja genauso. Deswegen ist es unnötig, sich über Social Media aufzuregen, weil Social Media ist auch nur ein Spiegel von dir, ein Spiegel von deinen Ansichten, ein Spiegel von deiner Meinung, ein Spiegel von deinen Vorstellungen. Und wenn du gewisse Vorstellungen hast, wie du es haben willst, und ich diese Vorstellungen nicht treffe, dann ist es trotzdem deine Vorstellung, dass ich diese Vorstellungen nicht treffe. Und das ist so cool, das ist so wichtig. Wir müssen das begreifen, dass wenn wir in diese Welt rausschauen, dass wir unseren Gedanken begegnen. Wir begegnen unseren Ansichten, wir begegnen unseren Vorstellungen. Und alle anderen, die da sind, sei es Hund, Tier, Katze, Maus, Baum, Auto, dient nur dazu, damit du dir klar wirst, was du für Vorstellungen, Annahmen und Rückschlüsse hast. Es ist deine Welt. Du kannst sie dir machen, wie sie dir gefällt. Das heißt es. Und wie machst du das? Wie machst du deine Welt dazu, dass sie dir gefällt? Du generierst Vorstellungen und Annahmen, Rückschlüsse vor allem, die dir gefallen. Die dir gefallen. Und das ist der einzige Trick, wie du alles haben kannst, wie du alles manifestieren kannst, wie du in jede Realität einsteigen kannst, wenn du an parallele Realitäten glaubst, weil alles ist ja parallel jetzt gleichzeitig da und du steigst ein. Und wie steigst du ein? Mit deiner Vorstellung, mit deiner Energie. Deine Vorstellung ist deine Energie. Du bist deine Energie, aber die Energie, die du bist, kommt aus deinen Vorstellungen. Da ist sonst nichts. Du hast keine andere Möglichkeit, Energie zu generieren. Selbst wenn du da sitzt wie ein Yogi und machst Om Chandra und was weiß ich nicht was, dann hast du eine Vorstellung vor Augen. Und diese Vorstellung hat Information und Information ist Energie. So generierst du Energie. Niemand anders tut das für dich. Du kannst anderen die Erlaubnis geben, dir zu helfen, eine Energie zu generieren, die dir gefällt, indem du eine Information über dich und diese Welt annimmst, die du glaubst. Und dann bist es aber letztendlich doch immer nur du. Und dieses Verständnis ist einfach ein absoluter Gamechanger. Dieses Verständnis ohne irgendwelche Hokuspokus-Geschichten, die von außen auf uns wirken, einfach zu sagen, nein, die Wirkung kommt von innen nach außen, logisch, weil da ist nichts außer mir. Meine Welt wird durch mich wahrgenommen. Und wenn mir jemand sagt, da drüben ist ein graues Auto und ich sage, das Auto ist rot, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, ich bin falsch, weil der andere mir sagt, da ist ein graues Auto und nicht ein rotes Auto. Oder ich sage, es ist meine Welt und wenn diese Farbe in meiner Welt rot ist, weil rot mir besser gefällt, dann darf ich tatsächlich einfach sagen, dieses Auto ist rot für mich.
ich sehe nur rote Autos. Und dann kannst du diskutieren bis zum Sankt-Nimmerlein-Tag, aber du kannst sagen, ich sehe nur rote Autos, ich lasse all die schwarzen Autos aus. Ich diskutiere gar nicht darüber. Und das ist dieser Trick im Kopf, das ist diese Klarheit, diese Wahrheit, die du dir erlauben musst, dass du sagst, was los ist und wie was ist für dich. Und darum geht es, weil wenn du immer der Meinung der anderen folgst, dann wird sich die Meinung im Kollektiv von den anderen nie verändern. Aber wenn wir mal kapieren, dass wir der ausschlaggebende Initiator durch die Informationen, die wir rausgeben, sind, dann verstehen wir den ganzen Mechanismus von Manifestation und von dieser ganzen Welt. Wie entsteht Erfolg? Wie entsteht ein Brand? Wie entsteht einfach nur alles? Wie entsteht eine Liebesgeschichte? Es entsteht in deinem Kopf, in deiner Vorstellung und du bleibst dabei und du hältst es so lange aufrecht, bis es sich im Außen zeigt, für alle sichtbar. Das ist Manifestation aus dem Nichts. So entstehen Dinge. Und irgendwann mal glauben alle, dass die Dinge so sind, wie der Brand-Owner, wie der Gedankenführer das halt jetzt gesagt hat. So, du kannst Gedankenführer sein, du kannst dein Brand, du bist dein Brand. Aber außergewöhnlich darfst du sein und nur so durch außergewöhnliches Denken, durch außergewöhnliche Ansichten generierst du dir ein außergewöhnliches Leben. Und wenn du 0815 bleiben willst, dann denk 0815. Und out of the box thinking, out of the box denken, das bedeutet nicht out of the kleinere Box denken und in einer größeren Box denken und dann, nein. Out-of-the-box-Denken heißt, es gibt keine Box. Es gibt keine Limitierungen, es gibt keine Beschränkungen, weil mein Geist ist ja unendlich. Und das ist das, was es heißt, die unendliche Energie zu sein und die unendliche Energie zu manifestieren. Weil alles ist schon da. Das heißt es, alles ist schon da. Du musst nur deinen Gedanken dorthin hauen und dich damit in Relation, in Verbindung setzen und sagen, ja, das ist mein Gedanke, das ist meine Welt, das ist mein Ding, das ist meine Sache. Es ist so, wie es mir gefällt. Aber die meisten, wenn sie es noch nicht verstanden haben, das große Erwachen noch nicht stattgefunden hat, aber es ist einfach nur eine Erkenntnis, das Spiel der Energie wirklich zu verstehen. Und wenn du das verstanden hast, dann gibt es kein Zurück mehr, weil dann ist dir sonnenklar, dass die ganze Welt aus dir besteht. Aus deinen Annahmen und Ansichten. Und deswegen kannst du sie so machen, wie du möchtest. Du kannst alles sehen, wie du willst. Und wenn du anfängst, die Dinge so zu sehen, wie du sie haben willst, ist der nächste Schritt, dich in Beziehung dazu zu setzen. Das ist meins. Das ist meins, weil es ist eh deins. Aber es ist deins, weil du sagst, es ist meins, es ist meine Ansicht, es gehört zu mir, das passt zu mir, das passt zu dem, wer ich bin. Aber wenn es halt nicht passt, deine Ansichten dir nicht entsprechen oder du deinen Ansichten nicht entsprichst, das ist das, was mit Alignment gemeint ist. Verbindung. Und wir haben alle eine Verbindung, wir haben eine krasse Verbindung, weil es ist ja unsere Vorstellung. Also sind wir immer verbunden. Aber bin ich verbunden im Ja oder bin ich verbunden? Nein, ich lehne es ab. Und die Energie, das heißt eben, die Energie lügt nie. Die Energie sagt immer das, was du glaubst. Nicht das, was aus seinem Mündelein rauskommt. Die Energie interessiert 0,0, was du plapperst, wenn du nicht dahinter deine Überzeugung hast, dass das für dich deine Wahrheit ist. Dass dich nichts abbringen kann von dieser ganzen Geschichte. Und es ist so wichtig. Es ist völlig egal, aber du musst dahinter stehen. Und deswegen wirst du niemals Erfolg haben, indem du anderen folgst,
sondern indem du einfach voraussetzt, was du haben möchtest, wie es für dich stimmt. Und das ist dieses energetische Spiel. Und das ist auch das, was die Leute so kaputt macht und so müde macht, wenn sie da draußen versuchen, eine Formel, einen Schlüssel, einen magischen Code zu finden, den andere erfunden haben. Weil es nicht deins ist. Und du darfst deins erfinden. Also mach dich auf den Weg und erfinde deine höchste, geilste, schönste Version von einem Leben, von allem, was da drin geschieht, wer da alles mitspielt. Und du bist die Hauptperson. Und die Hauptperson muss dir gefallen. Und wenn irgendwas an dir nicht gefällt, dann liegt es daran, dass du irgendwas Scheißiges über dich denkst. Irgendwas, was dein Kopf dir zusammengereimt hat. So, und jetzt bist du frei. Jetzt bist du frei zu sein, wer du bist, wer du sein willst. Von jetzt auf nachher, weil alles verändert sich mit dir. Du wirst niemanden verlieren. Du wirst nichts verlieren. Du wirst nur dort agieren, wo du sein möchtest. Dort in deiner Vorstellung. Es ist so, so geil, wenn du das mal verstanden hast, dann lässt du dir nichts mehr erzählen. Dann ist es dir völlig egal, was andere für eine Meinung haben, was sie für eine Ansicht haben. Dann läuft es bei dir durch, weil du für dich dein Konzept hast, dein Selbstkonzept, dein Lebenskonzept und sagst, in meiner Welt läuft es so. Und du brauchst auf niemanden zu hören. Du musst nur erkennen, wie die ganze Sache läuft und sie umsetzen. Und sie umsetzen und dich nicht irgendwo abhalten lassen von schlechten Gefühlen, von schlechten Meinungen, von unangenehmen Geschichten. Das kann dir wirklich komplett egal sein. Weil du bleibst in deiner Energie. Und genauso funktioniert es. Und wenn dir einer erzählt, du brauchst in jemand anderes Energie einzutreten, dann ist es einfach nur ein Erlaubnisgeber für dich, dass du in der Energie bleibst, die die andere Person halten kann, weil du es halt noch nicht halten kannst. That's it. Und du lernst es zu halten.